So ein bisschen aus dem Corona-Winter von vor 2 Jahren, also dem ersten Winter. Da hatte mich Lena, unsere Dramaturgin, kontaktiert und wir haben gemeinsam überlegt, was für Formate sind jetzt am Theater überhaupt möglich in der Zeit. Es gab ja dann voll viel von Zoom-Theater bis Videogames und so weiter und so fort. Und wir haben uns dann entschieden, dass es voll schön wäre, im Stadtraum wieder was zu machen. Eben weil der öffentliche Raum auch extrem unter Corona gelitten hat. Also wir kennen das ja alle. Es gab dann die ganzen Beschränkungen und Maske. Auf jeden Fall war der Stadtraum irgendwie nicht mehr so ein Raum, in dem man sich begegnet, in dem man sich treffen kann. Und wir hatten irgendwie das Verlangen, den öffentlichen Raum wiederzubeleben mit Kunst, mit Theater und auch wieder so einen Ort für Begegnung und Kunst zu schaffen. Ja, dieses Miteinander ist auf jeden Fall ein großes Anliegen unseres Projektes. Machen ja auch Leute aus der Stadt mit, die haben das Stück selber entwickelt, die Texte selber geschrieben und wir haben das in so einem gemeinsamen Prozess irgendwie entwickelt und diesen gemeinsamen Prozess würden wir jetzt gerne auch in die Stadt tragen und eben auch unserem Publikum dort irgendwie begegnen können. Was wir vorbereitet haben, ist so eine Art Stadtführung, die auf Theater trifft, auf Performance, auf Demo, auf Flashmob und auf Party. Also wir bedienen sozusagen verschiedene Formate, die das Theater oder die benachbarten Künste so zu bieten haben. Und die Leute sind eingeladen, mit uns durch die Stadt zu ziehen, durch die Stadt zu wandern und werden da von unseren SpielerInnen geführt. Und der erste Teil ist auch so ein bisschen angelegt wie so eine Art Stadtführung. Also man lernt die Stadt unter einer neuen Perspektive, unter einer Fragestellung kennen. Und im mittleren Part der Arbeit versuchen wir dann aber genau so eine Art Begegnungsraum zu schaffen. Und da verändert sich dann auch das Stück. Da kommen dann andere Formate rein. Es gibt kleine Songs, die eingebaut werden. Die Gruppe formiert sich immer weiter. Und dann arbeiten wir auch viel mit so Bildern, die man eben nicht aus dem Theater oder vielleicht auch aus dem Theater, aber auch aus Richtungen kennt, die eben im Stadtraum irgendwie passieren, also Demonstration, Prozession, Flashmobs, ja, es hat alles auch so ein bisschen so eine aktivistische Richtung, in die wir arbeiten. Und am Ende kann das Publikum sich auf einen schönen Ausklang freuen. Wir kooperieren auch mit einer sehr bekannten Karlsruher Bar, das Electric Eel. Die haben eigentlich auch ein bisschen diesen Slogan so geprägt oder erfunden, Keep Karlsruhe Boring, also der Slogan, an dem wir uns abgearbeitet haben, kommt auch aus dem Nachtleben. Und genau, was eine Stadt ja irgendwie auch nicht langweilig macht, sind eben oft das Miteinander, Partys, Ausgehen. Und das war uns am Ende eben auch noch wichtig, dass wir in diesem Sommer auch sowas wie so ein kleines Mini-Festival oder eine Mini-Bar, Pop-Up-Bar, so eine kleine Party auch irgendwie im öffentlichen Raum kreieren. Also genau, das Publikum kann sich auf sehr viele verschiedene Sachen freuen. Wir haben irgendwie von allem etwas dabei, von Stadtführung, Demo, Theater, Performance und Party haben wir sehr viele Sachen irgendwie mit im Gepäck, auf die sich unsere Gäste freuen können. In unserem Stück Keep Karlsruhe Boring verfolgen wir auch so 3 inhaltliche Ansätze, die sich so ein bisschen durch die ganze Arbeit ziehen. Es geht einmal um die Frage nach Wohnraum, nach Gentrifizierung, nach Wohnprojekten und so weiter, die wir irgendwie verhandeln. Dann verhandeln wir auf der anderen Seite auch die Frage irgendwie von so Hochkultur, Subkultur, Nachtleben, Ausgehszene. Und wir verhandeln aber auch mehrere so historische, politische Fragestellungen,
Und Karlsruhe ist ja eine Stadt, die auf dem Gründungsmythos eines Mannes, Karl eben, Karlsruhe, beruht. Also es ist eine Geschichte, die aus einer männlichen Perspektive erzählt wird und die auch so in diese Stadt eingeschrieben ist. Und wir werden die Geschichte auch aus der weiblichen Perspektive erzählen. Also ich würde sagen, Keep Karlsruhe Boring ist jetzt nicht unbedingt eine queere Arbeit, was auch daran liegt, dass die Personen, die mitmachen, nicht unbedingt queer sind oder sich als queer verstehen und nicht immer ausgehend von den Menschen, die da mitmachen, auch arbeiten. Aber wir verfolgen einen feministischen Ansatz in der Arbeit und fragen uns, wie die Geschichte Karlsruhes aus einer weiblichen Perspektive neu gedacht werden kann. Also, dass wir sozusagen nicht History erzählen, sondern Her Story auch so ein bisschen. Bei Karlsruhe Boring haben wir auch ein feststehendes Skript. Also es ist auch Theater, es ist so eine Mischung aus Theater und Performance. Aber weil wir es ja im Stadtraum machen, wissen wir eben nicht, was sozusagen passieren wird. Und deswegen hat das alles einen performativen Charakter. Aber wir bewegen uns so an der Grenze von Theater und Performance. Also ich habe eigentlich klassisch Theaterregie studiert in Hamburg an der Schule. Da haben wir auch klassische dramatische Texte inszenieren, gelernt. Und die interessieren mich auch. Also mich interessiert auch dieses klassische Drama. Aber was ich eben auch immer besonders spannend finde oder was an Theater irgendwie das Besondere ist, ist dieses Unmittelbare, dass man irgendwie nicht weiß, was passiert, dass der Ausgang der Situation manchmal nicht klar ist. Und indem wir jetzt in den Stadtraum gehen, begeben wir uns genau in diese Situation eigentlich, dass wir eben nicht wissen, was da eigentlich passieren wird und wie die Passanten, Passantinnen auf uns reagieren werden. Und deswegen, denke ich, bewegen wir uns so an der Schnittstelle von Theater und Performance in diesem Projekt. Die Verbindung von Theater und Aktivismus, ja, ist so ein ganz schwieriges Verhältnis, weil auf der einen Seite ist Theater natürlich irgendwie per se irgendwie politisch. Es kommen dort Leute zusammen, die Gesellschaft trifft sich und verhandelt Themen, die für sie irgendwie von Bedeutung sind. Also da sehe ich eh eine Verbindung zwischen jetzt Theater und Aktivismus. Also beide beschäftigen sich irgendwie mit den Werten unserer Gesellschaft, mit den Fragen unserer Gesellschaft, und wir als Gesellschaft kommen dort irgendwie zusammen und verhandeln unsere Themen und Inhalte. Theater ist so, wie es in Deutschland angelegt ist, aber eben auch eine staatliche Institution, also ist eingebettet in ein größeres politisches System, und dieses System wirkt sich natürlich auch auf das Theater aus, von oben könnte man jetzt sagen, sozusagen, also es ist ja ein staatliches Theater, in dem wir uns hier auch bewegen. Und Aktivismus ist ja eher so eine Form, die von unten kommt, also die Leute selber machen. Also wenn jemand aktivistisch ist, dann hat der oder die Person irgendwie ein Anliegen und will irgendwas auch verhandeln. Und deswegen gibt es sozusagen diese Schnittstelle. Und jetzt bei unserem Projekt haben wir natürlich aber jetzt diesen Schnittraum auch noch zwischen Theater, Stadtraum und Aktivismus, weil klar gibt es auch Aktivismus im Internet und Aktivismus in der Kunst und so weiter und so fort, aber ja, was wir so allgemein mit Aktivismus verbinden, spielt eben sich oft auch auf der Straße ab. Das sind politische Infostände, das sind Demonstrationen, das sind irgendwelche Events von Vereinen, sozialen Trägern und so weiter. Also ich würde sagen, dass der Ort, an dem sich Aktivismus oft auch irgendwie ausgelebt wird, gemacht wird, eben die Straße ist, und in unserem Projekt trifft sozusagen Theater auf die Straße und auf den Aktivismus und arbeitet in dem Sinne auch wieder an so einer Schnittstelle. Das Ziel von Keep Karlsruhe Boring ist eigentlich, wie der Titel schon ein bisschen sagt, so einen Gedankenraum aufzumachen. Also wenn man diesen Slogan hört, Keep Karlsruhe Boring, fragt man sich ja erstmal so, was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Ist Karlsruhe langweilig? Sollen wir es extra noch langweiliger machen? Oder geht es genau um das Gegenteil? Also dass man sich fragt, was macht eine Stadt eigentlich spannend und lebenswert und wie kann ich dazu beitragen, auch irgendwie eine Stadt interessanter, lebenswerter oder eben weniger langweilig zu machen. Aber wir geben in der Performance eben eigentlich keine klaren Antworten, sondern wir geben euch verschiedene Denkanstöße, wir erzählen euch verschiedene Geschichten, wir eröffnen verschiedene Perspektiven auf die Stadt. Und
durch welche Brille man dann guckt und wie man Karlsruhe letzten Endes wahrnimmt, also ob man es hier langweilig findet oder eben nicht und welchen Teil man eben auch selber dazu beiträgt, ob es hier langweilig ist oder nicht, das beantworten wir eigentlich gar nicht, sondern das lassen wir so ein bisschen offen. Eigentlich sind wir ja alle Teil dieses Kosmos statt, wir sind ja sowas wie so ein lebendiger Organismus, wir alle, die hier in Karlsruhe leben. Und da wieder irgendwie so eine Wahrnehmung für zu kriegen und sich aus dieser Wahrnehmung heraus auch zu fragen, was ist eigentlich meine Perspektive auf mein Umfeld, meine sozialen Netzwerke, das kulturelle Angebot einer Stadt und so weiter, war uns irgendwie ein wichtiges Anliegen, einfach um aus diesen krisengebeutelten Zeiten, in denen wir gerade auch sind, wieder so einen Raum zu ermöglichen, in dem man sich auch begegnen kann und gemeinsam als Stadt leben kann. Und da aber eben keine klaren Antworten zu geben, sondern eher diese Frage in den Stadtraum zu transportieren. Wie wollen wir miteinander leben? Was ist eine Stadt für uns? Und wie könnte sie in der Zukunft aussehen? Und um diese Fragen zu beantworten, nehmen wir euch eben mit auf so eine kleine Tour, auch durch die Vergangenheit, durch die Gegenwart. Und blicken dann gegen Ende hoffentlich gemeinsam in eine lebenswerte Zukunft in Karlsruhe.